Bruder. Bruder, du bist der Beste. Bruder, du bist der Beste. Wie geht's dir? Alles gut? Tut mir leid. Bruder, wir haben ein bisschen Spaß gemacht. Wallah, oh. Ahla Salami. Boah, krass, Alter. Er ist der Beste. Er lacht einfach mit. Bruder, bester, ey, bester Mann. Amazon, das ist der coolste Typ. Ey, Bruder, ich wünsche dir einen schönen Abend. Was geht ab, Leute? Willkommen hier auf meinem neuen Kanal. Abdel und ich haben ein paar Telefonstreiche gemacht. Wir wünschen euch viel Spaß. Schaut euch an. Gebt euch. Bitte beachten Sie, dass wir Anrufe zu Schulungszwecken aufzeichnen. Sollten Sie dies nicht wünschen, so drücken Sie für die 2. Ja. Ja. Falls Ihr Anliegen eine bereits ausgegebene Bestellung betrifft, bitten wir Sie, Ihre Bestellnummer oder E-Mail-Adresse freizuhalten. Schönen guten Tag, mein Name ist Hakan Dündük. Ali. Ja, bitte. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich bin Hakan Dündük. Ich bin bestellen gemacht. Gestern. Und Paket nicht kommt. Warum da? Okay, also Sie haben den Artikel nicht erhalten. Nicht gekommen. Artikel ist nicht, ich bin nicht gekommen. Okay, also können Sie mir bitte die E-Mail-Adresse nennen, damit ich ihn verifizieren kann? Straße Gümen'in Üssüzeyre. Wie bitte, können Sie buchstabieren, wenn es möglich ist? Gümen'in Üssüzeyre. Gümen'in. Wenn Sie das buchstabieren können, also es wäre lieber, weil... Tamam, Gümün... Tamam. Gümün Üssüzeyre. G. Ya. Ü. G. Ü. Mu. Ü. Ya. R. Gümür mu z ya z ı ya ı l ya ı A, et. Ya. G. M. A. Ya. I. L. Punkt. Ya. Z. O. M. Gümürün üstü sayrı. Bura, du bist der Beste. Bruder, du bist der Beste. Wie geht's dir? Alles gut? Tut mir leid. Bruder, wir haben ein bisschen Spaß gemacht. Oh. Wallah, ahla Salami. Boah, krass, Alter. Er ist der Beste. Er lacht einfach mit. Bruder, bester, ey, bester Mann. Amazon, das ist der coolste Typ. Ey, Bruder, ich wünsche dir einen schönen Abend. Bruder, bleib gesund, du und deiner Familie. Alles, alles Gute und danke, dass du gebracht hast, Bruder. Danke, dir auch. Ciao, ciao. Ja, die alte. Ja, wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Josef. Ja. Ja, ich habe mal eine Frage. Und zwar habe ich
habe ich mir letztens, also ich wollte meine Pfandflaschen zurückbringen und da war eine ein bisschen defekt gewesen. Da war das Symbol ein bisschen angerissen und da hat der Kundenberater. Der hat das nicht angenommen. Was soll ich denn jetzt machen da? Ja, können Sie trotzdem, also ist der Boden komplett kaputt oder ist da noch ein Riss drin? Nee, da war auf dem Symbol dieses, ich hab die Flasche jetzt hier, einen Moment bitte, da muss ich kurz mal schauen. Dieses Symbol da, das ist angerissen, ist das, wie kann ich die denn abgeben? Ja, die können Sie trotzdem im Markt bringen und dann klingeln Sie einfach bei uns, dann hinten, links vom Automaten, da ist der Klingel. Wo es zum Fahrstuhl geht, da können Sie klingeln und dann kriegen Sie eine andere Flasche und die können Sie dann Automaten schmeißen. Ach, und das kann ich mit jeder Flasche machen? Nee, nur da, wo das Symbol halt verkratzt ist. Okay, aber wenn ich da, macht mir dann jemand die Tür auf, wenn ich klingel? Ja, jetzt um die Uhrzeit nicht mehr, aber dann ab 7 Uhr morgens wieder dann, ja. Ja, das Gute ist, ich stehe ja immer mit der Hannelore um 4 Uhr auf. Dann gehen wir kurz spazieren und dann könnte ich nochmal nach Hause. Dann kacke ich erstmal und dann gehe ich los. Okay. Ja, dann kommen Sie doch einfach morgen früh vorbei. Nach dem Spaziergang. Okay, gut, dann weiß ich erstmal Bescheid. Alles aber wie ist denn das, wenn es mit einer Dose, dann ist das genau das gleiche Prozedere oder wie ist das? Genau, ja. Und die Mitarbeiter, die helfen mir dann auch weiter, ja? Ja, selbstverständlich. Hannelore, ich hab das jetzt geklärt mit der Pfandflasche, da können wir das dann machen morgen früh. Ja, ist also dann ab 7 Uhr sind Sie da, ja? Genau. Super, dann bedanke ich mich bei Ihnen. Vielen lieben Dank. Ja, kein Problem. Schönen Abend Dankeschön. Noch. Dankeschön. Es ist Hannelore, wir machen das dann morgen früh, ja? Er liegt einfach. Ja, dann gehe ich erstmal. Dass du mich, das ist voll das Problem mit mir. Hallo, ich habe eine Frage. Ja? Ich habe bei Ihnen Fitness gemacht, ja? Ja? Ich habe jahrelang trainiert. Ja? Ich war jeden Tag da. Ja? Keine Muskeln. Ja, das ist blöd. Dann hast du irgendwas falsch gemacht. Bekomme ich Geld wieder jetzt? Nee, leider nicht. Warum? Naja, weil es ja von dir abhängt, ob du gut trainierst oder nicht. Aber ich trainiere. So, bist du noch dran? Anje? Hallo. Ich bin wieder da. Hallo. Schönen guten Tag, das war mein Kollege Ahmed. Ich bin auch, ja. Deine Center, die Mitglied. Genau. Ich bin Hakan Dündük. Wie ist Ihr Name bitte? Mein Name ist Alina. 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 Ich bin auch. Alina. Ich bin auch die Fitness gemacht. Ama ja. Ich bin nicht Muskel kommt. Ich bin fett geworden, noch dick geworden. Ich will acht Popo trainiert und dann ich bin Sit-up, Mit-up, Kritis Muskel und die Bombe Muskeln, aber nicht kommt. Naja, vielleicht hast du dich mal ein bisschen mit Ernährung auch beschäftigt. Weil wenn man sich falsch ernährt, dann bringt das Training leider auch nicht so viel. Aber ich. Also man muss schauen, dass man immer eine Balance findet. Banane? Ich bin nicht... Eine Balance. Ich bin nicht versteht. Okay. Wie wär's denn? Ich kann euch anbieten, dass ihr hier mal ein Training macht, ein Personal Training mit einem von unseren Trainern. Ja. Und dann könnt ihr denen mal ein paar Fragen stellen. Dann können die herausfinden, woran es liegt, dass ihr nicht eure Ziele erreicht. Aber Aline, du bist auch Trainer, ja? Nee, ich bin nur Mitarbeiterin, ich bin keine Trainerin. Keine Trainer jetzt deine Geschäfte? Wie bitte? Das Trainer, keine Trainer in den Laden, ich muss sprechen, Trainer jetzt. Es gibt jetzt hier leider gerade keinen Trainer. Ja, Fitness Center und keine Trainer. Das ist nicht Ballumarkt, das ist McFit. Ja, ich weiß. Alle Linie. Ach. Und zum Beispiel, Essen, was Essen machen Sachen dann? Naja, was isst du denn normalerweise? Ich bin Börek. Viel Börek. Viel Börek. Meine Frau Kezban Gözleme gemacht. Viel Gözleme.
Und dann ja. Käse, Oliver, dann sucuktu, ja. Knoblauchwurst, Pastırma, ja. Mastırma yani. Künefe, münefe yani dizikenden, işte film mi andaysa? Am besten ihr kommt einfach mal vorbei. Köfte, İskender, Adana, yani. Okay. Tee, auf das Joghurt. Einfach vorbei. Und dann reden wir da mal drüber und vielleicht können wir herausfinden, wo das Problem ist. Tamam, dann ich jetzt... Aber nicht gleich aufgeben. Ama ich komme jetzt vorbei, ich muss reden, ich will wissen, was das Problem ist. Meine Frau schneit gemacht, ganze Tag. Sagt sie, das ist schön und dein Arsch fett geworden. McFit nervt nicht. Wie meine Frau denkt, die Käse, ich bin Fitness gemacht, dann Frau anmachen. Ich bin nicht Frau anmachen. Ich einmal bisschen so Auge swinging gemacht mit Auge. Einmal, nicht zweimal. Alleine nicht lachen, bitte alleine, meine Herz kaputt sein. Meine Frau so viel Probleme hat, alleine. Und dann zum Beispiel jetzt, ich kann deine Laden kommen, ja? Ja, ihr kommt einfach mal vorbei. Ich komme jetzt, ich komme jetzt, ich Autofahrt. Naja, nee, Moment, weil ich habe jetzt auch bald Feierabend, das rentiert sich überhaupt nicht. Aber ich komme mal vorbei, wenn hier Trainer da sind. Sekunde, Kerstin, nere? Ich bin... Ja, die denkt, ich bin flirting machen mit... Das Mitarbeiter, Fitnesscenter, das sind alle der Linie. Ich bin nicht... Allah be lan. Tamam, dann, weil ich gekommen bin. Wann du kommen sollst? Ja, ich bin gekommen dann. Ja, aber warte mal, das macht keinen Sinn, weil ich gehe jetzt gleich in Feierabend. Nicht schlimm. Und dann ist nur noch die Nachtschicht da. Dann Nachtschicht, ja, bis... Tamam, Nachtschicht, wie kommen dann? Ja, aber die Nachtschicht kann dir ja auch nicht helfen. Komm nochmal tagsüber, ganz in Ruhe und dann kann man... Eine Linie. Kurz nur, ich bin Stift nehmen und Blatt... Eine Sekunde. Eine Linie, ja, ne yaptın sen ja, tatlı fıstıklarla ya. Ja. Ja. Okay, jetzt ich bin Stift genommen, Stift und Blatt. Was ist dann zum Beispiel Essen, Frühstück? Frühstück kannst du morgen zum Beispiel Haferflocken machen. Haferflocken? Genau, Haferflocken. Haferflocken, tamam. Haferflocken genau. Und mit was? Ein bisschen Obst. Obst. Welche Obst, alle Linie? Ich sage einen Moment bitte. Keine Probleme, alle Linie. Bist du noch dran? Ich bin da, alle Linie, meine Leben wartet. Genau. Genau, ein bisschen Obst. Tamam, welche Obst? Zum Beispiel Beeren. Bere. Erdbeeren. Erdbeerine. Genau. Tamam, Erdbeerine. Blaubeere. Grüne Okret, ja. Die sind sehr gut. Tamam. Genau. Okay. Und vielleicht auch ein bisschen Banane, kannst du auch dazu machen. Chiquita oder auch die normale, egal. Marke egal, Banane, ne? Ja, genau, ganz normal. Tamam. Aber weißt du, ich gebe dir jetzt mal einen Tipp. Tamam. Tipp, weil das macht keinen Sinn, wenn ich dir jetzt alle Rezepte... Telefon sage. Ja. Du gehst am besten auf unsere Website. Aber ich bin nicht Internet. Okay, dann gehst du morgen. Telefonbuch. Nicht das Telefon. Du gehst am besten in einen Buchladen. Buchladen. Und da gibt es ganz in einen Buchladen und dann gehst du dahin. Einen Moment. Genau. Und dann gehst du in einen Buchladen und du kaufst dir ein Buch über Ernährung. Tamam. Okay? Tamam, Buchladen, ich morgen aufsteht. Dann Buchladen gehen. Dann sage ich, ich bin kaufen, Buch des Trainerings. Und dann genau. Machen wir. Und dann probierst du das mal aus. Ich muss jetzt leider hier noch ein bisschen. Okay, alle Linie, danke schön. Du bist ganz guter Mensch, ja. Du bist ganz guter Herz. Ich weiß, du bist eine ganz, wie eine Engel. Alle Linie, ich liebe dich, meine Engel. Hadi, Tatlıcığım. Meine Pistazie. Hadi. Tschüss, Alininia. Danke schön. Tschüss, Alininia. Meine Mausi. Ciao.